Okay, wir ändern dein Setup.
gut, wir haben alle im Simulator viel für diese Strecke geübt, aber nichts geht über echte Daten. Vergiss nicht, dass die Leistung des Autos von den Streckenbedingungen abhängt. Deine Referenzpunkte sind vielleicht nicht immer am gleichen Platz. Alles klar.
Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 19,2. Bereit? Thank you.
Auf der Strecke ist nicht viel los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Alles fertig, wir sind bereit. Thank you.
zwei Minuten in dieser Session. Du musst eine gute Runde fahren oder wir scheiden aus dem Qualifying aus. Wir sind Zehnter auf dem Temporadar. 322,9 Kilometer pro Stunde. Thank you.
Geh beim Einfahren in die erste Kurve kein Risiko ein. Bei so vielen Autos wird bestimmt jemand versuchen, sich durch eine Lücke zu drängen, wo keine ist.
Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Thank you.
zum Teamkollegen beträgt 6,2 Sekunden. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Thank you.
Wahrscheinlichkeit sofort verringern und positives Delta halten. We'll be right back.
Abstand zum Teamkollegen beträgt 27,7 Sekunden.
Strecke. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Los, fahr jetzt! Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Thank you.
kommen. Achtung, Achtung! Das virtuelle Safety Car ist draußen. Geschwindigkeit verringern und positives Delta beibehalten. Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet auf grüne Flaggenbahn. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich. Entweder wir ziehen
alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch einen Boxenstopp. Fahr raus, fahr jetzt raus. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Bringe aber sofort dein Tempo. Thank you.
zum Vordermann beträgt 1,6 Sekunden. Thank you.
Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter.